Bitte, Julian, nimm ihn wie einen Sohn an, behandle ihn wie einen Sohn. Mr. Bang? Mr. Schui? So. Was geht ab, Leute? Grüß dich. Moin Moin, wir haben einen kleinen Anschlag auf euch vor. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, dass in letzter Zeit vermehrt YouTuber Reaction-Videos machen. Ne? Das heißt, sie gucken sich irgendwelche Musikvideos an und sagen, ja, ich finde das so und so und ich finde das so und so. Und wir finden das Ganze ein bisschen grenzwertig teilweise, weil wir der Meinung sind, wenn jemand seine Meinung da kundtut, dann sollte er auch in gewisser Weise Ahnung von der Materie haben. Und ne, manchmal wird das mal mehr, mal weniger professionell gemacht. Und deshalb denken wir uns, wenn sich von uns Videos angeschaut wird und da die Meinung kundgetan wird, dann können wir das auch machen. Und deswegen machen wir jetzt die Reaction-Reaction-Videos. Das heißt, wir ziehen uns die Sachen von den Leuten rein und sagen selber was dazu. Vielleicht können wir auch ein bisschen aufklären, ne, dass Leute, die vielleicht nicht so Ahnung haben von Hip-Hop, dann auch mal wissen, warum die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und wir schauen einfach mal rein. Ne? Also, ich laber schon wieder. Ich laber schon wieder zu viel. So. Asia, nur Entschuldigung. Heute der erste ist... Nur weil du keinen geraden Satz sprechen kannst, weißt du, jeder hat hier seine Talente und das ist nicht deins. So. Wir fangen an mit Flo der Flo. Flo der Flo, liebe Grüße. Fang einfach mal an. Ein netter 17-jähriger Bursche, ich glaube, hier auch aus der Hamburger Richtung. Ach ja, und bitte fühlt euch nicht auf den Chips getreten bei den Leuten, bei denen wir das jetzt machen. So, wir machen das natürlich immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber wie gesagt, ihr Fotzen, wenn ihr euch eure Meinung hier erlauben könnt, dann können wir das auch. So, Flo der Flo. JBB 2012, Julians Qualifikation, Fortune. Es geht los. Da muss ich mal Ton anmachen, ne? Ich sollte vielleicht auch mal, ich glaube... Und damit willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren... Den technischen Support macht natürlich der Asiate, das ist ja klar, ne? Die bauen ja die in den... JBB 2012 Bewertung, das erste Video, wo komplett dieser Hintergrund zu sehen ist. Ich weiß noch nicht, ob ich hundertprozentig damit zufrieden bin, ich finde es aber in Ordnung, muss ich sagen. Ich habe halt einfach umgebaut und ich möchte es nicht wieder umbauen, weil es ist für mich so viel angenehmer, vom Raumverhältnis her und auch vom Aufnahmetechnischen her. Es ist so angenehmer, deswegen müsst ihr damit klarkommen, Leute, auf Dauer werdet ihr das sehen. Ich kann halt jetzt voll coole Sachen machen, ich kann einfach irgendwo hingehen und irgendwas machen, Leute. Ja, das wollen wir mal sagen. Da steht Bewertung, / Bewertung. Bewertung ist immer ein bisschen grenzwertig, wenn man das macht, wenn man selber nicht rappt. So, weil dann kann man schlecht Sachen bewerten. Dann kann man seine Meinung kundgeben, aber Bewertung sei mal so dahingestellt. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt die nächste Qualifikation an. Wir sind angekommen bei Fortune. Wir wollten uns eigentlich, ja, Ahmed ansehen, Leute. Wir wollten uns eigentlich Ahmed ansehen, aber es gab ein Problemchen. Und zwar, das von Ahmed wurde schon gesperrt. Beziehungsweise wurde von Julians Kanal gelöscht. Und ich habe am Anfang gesagt, ich schaue mir nichts an, was auf dem Zweit- oder Drittkanal von irgendjemandem hochgeladen wurde, der nichts mit NordPB zu tun hat. Hab keinen originalen Upload gefunden, deswegen lassen wir Ahmed jetzt erstmal aus. Es tut mir leid, Leute, aber so haben wir es auch im JMC gemacht. Ja, so bin ich safe, weil jetzt, wenn Julian zu mir sagt, jo, nimm ein paar Videos runter, wo du drauf reacted hast, okay, kann ich machen. Aber das wenn er jetzt schlecht. Irgendwie, ja, wenn ich was hochlade, was er von sich aus gelöscht hat, fühlt sich das irgendwie falsch an. Deswegen, ich glaube, ihr könnt mich da ein bisschen verstehen, Leute. Deswegen jetzt erstmal die Quali von Fortune und auch die Analyse von Julian zu Fortune. Ich würde sagen, fang direkt an. 2 Minuten, Leute, ist vom originalen Kanal hochgeladen. Easiness. Und ja, let's go, Leute. Ich bin gespannt, weil Fortune ist ja schon ein Name, den man kennt. Und ich frage mich, das werden wir gleich in der Analyse sehen, ob Julian Fortune schon vorher kannte oder ob er jetzt Fortune hier kennengelernt hat. Dann grüße ich natürlich noch den lieben Flo von Instagram. Danke fürs Folgen, wenn ihr auch erwähnt werden wollt. Folgt mal einfach Flo der Flo auf Instagram. Nochmal Shoutouts an die Ehrenleute von Patreon, Maurice, Edora. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit auf nah beieinander liegen. Können Sie Wahrheit von Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie bei und Ihrem Geist den unglaublichen öffnen. X-Faktor, das Unfassbare. Simon und den Philipp, danke für euren Support, Leute. Jetzt geht's los. Ja, ich musste den Beat ein bisschen schneller machen. Weil Alter, ich keinen Bock hatte, Double Time zu rappen. Boah, der klingt jetzt ein bisschen komisch, aber scheiß drauf. Da kack ich drauf. Yeah. Digga, seine Stimme ist ja voll anders, Alter. Ich hab mal wieder auf ne Hure Bock, also geh ich auf YouTube und guck Julians Blog. Der kleinen Hau würde ich gerne mal die Flausen austreiben, sie auf Party klären und danach nach Hause begleiten. Nach einem exzessiven Counter meiner faustgroßen Eiche, den Sack in den Mund und es läuft dauerhaft Speichel. Was? Wir müssen immer Stopp drücken, weil sonst quatscht du immer rein. Ja, der muss mir jetzt nicht anschreien. Wie stellst du mich hier da? Also jetzt Maul. Ja,
Zack und endlich kriegt dein Spaß doch mal einen Fuck. Wenn man labert nur vom Sex, wenn man keinen hat. Okay, allein schon die Tatsache, dass er den Beat schneller gemacht hat und damit sowieso raussticht, weil er einfach gesagt hat, okay, die Regel ist, wir müssen diesen Beat benutzen. Ich benutze diesen Beat, machen aber schneller. Ist eine coole Idee, Alter. Ist eine richtig coole Idee. Und ich finde, Fortune ist auch aber deutlich besser. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, dann, weil du immer deinen Dreckmaul nicht halten kannst. Weiche, zack und endlich kriegt dein Spaß doch mal einen Fuck. Wenn man labert nur vom Sex, wenn man keinen hat. Okay, allein schon die Tatsache, dass er den Beat schneller gemacht hat und damit sowieso raussticht, weil er einfach gesagt hat, okay, die Regel ist, wir müssen diesen Beat benutzen. Ich benutze diesen Beat, machen aber schneller. Ist eine coole Idee, Alter. Ist eine richtig coole Idee. Und ich finde, Fortune ist auch deutlich besser jetzt schon als Le Chris. Zu mir ehrlich, Juni, wir haben die gleiche Spulen hast und die scheiß Weiber eben. Man sollte mal die ganzen Schlagen gegen Homos hinterfragen. Ey, du Nazi-Sau, geh doch mal ein paar Schokokinder schlagen. Und du postest gegen Hass, die doch nichts weiterhin versteckt. Ich hab den letztens getroffen, der ist eigentlich ganz nett. Und auch im Vergleich zu den anderen ist sein Video viel besser, weil er zumindest einen Typen hat, der die Kamera irgendwie bedienen kann. Und nicht, dass die Kamera nur irgendwo hingestellt wird. Also das mit Tune ist jetzt schon ein harter Unterschied, finde ich. Scheiß auf Religion und hast auf Glauben gespuckt. Kommst in die Hölle und singst mit San Diego Autotune-Hooks, Und singst mit San Diego Autotune-Hooks, Alter. Da hat sich jetzt einiges geändert, Alter. Ich wollte gerade sagen, kann man stoppen, das ist sowieso sehr lustig, ne? Muss man überlegen, dass du so zu dem damaligen Zeitpunkt so Autotune sowieso, ey, da wurdest du gejagt, wenn du das gemacht hast. Ja, so. 2012. Jetzt alle, so, weißt du? Und damals auch diese ganze Geschichte da mit San Diego und Julians Blog und wie sich das alles entwickelt hat. Nein, wie dumm die Leute sind. Man muss ja auch wirklich sagen, wie dumm die Leute sind, weißt du? Er kommt als Schwamm wieder, weißt du? Und er fickt einfach das Land so. Und das ist halt so, wie behindert die Leute sind, ja, dass die das sowas, weißt du, er hat nichts anderes gemacht, außer mit einer Schwammstimme gerappt. Und man muss mal überlegen, jetzt auf einmal seine Songs, wie er normal rappt, mit normaler Stimme, genauso viel Aufmerksamkeit, ja, weil er es sich verdient hat. Aber das ist doch das alte Spiel, Digga. Plattform, ja. Aufmerksamkeit, dann ziehst du dir ein Kostüm an, was jeder kennt, ja, und schwuppdiwupp. Und eine Mucke, die eigentlich vorher schon cool war, wird dann erst registriert. Aber auch so, geschickt gemacht von Julian und so, muss man echt sagen. So. Natürlich, aber das ist ja das, was ich meine. Das ist krass, wenn du zu dem damaligen Zeitpunkt gewusst, wie sich das Ganze entwickelt, Digga, viel zu hart. So. Autotune, Alter. Du rappst wie dieser Typ, scheiß auf Rap. Ich denke, ein 16er genügt, denn ich bin fresh. Du bist nur ein Keck, der mich belügt. Das hier ist gar kein Battle, ich esse alle zum Frühstück. Tune. Ich bin nicht so wack wie dieser Typ, stark. Ich denke, ein 16er genügt. Du bist nur ein Keck, der mich belügt. Das hier ist gar kein bärliches Alert zum Frühstück. Ich geh zu deiner Fanbeginn. Aber echt, allein schon, es wirkt viel fresher, weil der Beat so schnell ist. Krass, Alter. Fortune damals. Ich frag mich echt, ich hoffe, Julian entdeckt ihn gerade das erste Mal. Die Ära beginnt, Leute. Hier ein paar Ehren, Monocho. Und dann geb ich dir mal Seelensorge. Alle fragen, warum ist der Wasser plötzlich weg? Ich hatte ein paar Aslaks im Gepäck. Ja, ich sag nicht mehr Hurensohn. Ich sag jetzt Juliensohn. Denn Hurensohn wäre doch ein Kompliment für ein Juliensohn. Juliensohn ist übrigens ein eingetragenes Wort. Das war Jugendwort des Jahres 2012. Nein, das ist kein Jugendwort geworden, aber es ist zumindest... Du kannst da auch mal ein bisschen auf Kacke hauen. Meine Feste. Ja, einfach mal ein bisschen lügen. Ja, genau. Ne? Also Jugendwort 2012. Freunde, du bist ein Spasti, das ist unfassbar. Kaufbank-Schule. Nein, das ist aber in diesem Pongs-Wörterbuch steht das drin, Juliensohn. Aber mit einer falschen Übersetzung. Weil Juliensohn ist einfach was Schlimmeres als ein Hurensohn. Das ist ein Juliensohn. Sowas wie jetzt ein Ehrenmann. Und da steht, genau, jetzt praktisch ein Ehrenmann. Ehrenmann ist das neue Hurensohn, das wissen wir sowieso alle. In so einer Gut schreibe ich halt noch einen weiteren Part, weil ich diesen Hurensohn doch eigentlich mag. Yeah. Gott sei Dank hat mir Gott ihn in den Weg. Stark, Alter, auch die Juliensohn-Hurensohn. Ich habe das Gefühl, meine Zähne waren da weißer. Das kann ja sein. Drogen, eigentlich konservieren. Hurensohn, das ist halt diese Comedy und diese Asozialität, die man einfach so von Fortune kennt, Alter. Ist das ein Wort? Krass. Asozialität? Ja. Ja? Ja, also in meiner Welt schon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn, dann ist es gute Wortschöpfung. Die Assi-Haftigkeit. Ja. Noch mehr als AIDS und Krebs. Mir die Hau her. Ich weiß, dass du auf Schmerzen stehst. Das ist die Poker. Ich hab's dir an das Herz gelegt. Ey, du Hau. Mach dir doch mal Drecksmaniküre, denn nur du bist doch schwul als eine Rap-Analyse. Ich verkleide mich als Safti, baller dir den Schwanz ab, Bastard. Und feier mit paar Aslaks fast nach Tune. Ich bin nicht so wack wie dieser Typ. Scheiß auf Rap. Mir geil. Der 16er genügt, denn ich bin fresh. Du bist nur ein Keck, der mich belügt. Das hier ist gar kein Battle. Ich esse Salat zum Frühstück. Tune. Ich bin nicht so wack wie dieser Typ. Scheiß auf Rap. Mir nicht der 16er genügt, denn ich bin fresh. Du bist nur ein Keck, der mich belügt. Und ich höre mich gerne selber rappen. Yeah. Das glaube ich. Abonniert Act Designs. Okay. Und Reimeglotze.
Okay, machen wir. Und Julians Blog, von dem Spaß. Okay, ich sehe übrigens heute, ich bin ein bisschen laut raus, ist mir aufgefallen, Leute, das ist mir egal. Kurz ein kleines Fazit hier zu Fortune, Leute. Extrem stark, finde ich, extrem stark. Man sieht damals auf jeden Fall schon, wie Fortune rausgestochen ist, oder finde ich zumindest jetzt, ich habe ja nur das von Lacris jetzt gesehen, aber das sind schon harte Unterschiede, finde ich. Einfach von der, keine Ahnung, von der Leichtigkeit her irgendwie, würde ich sagen. Also es klingt bei Fortune viel routinierter und allein schon die Kamera und alles war ein bisschen professioneller in der Ecke. Ich sage ja, damals hatte ich eine größere Leichtigkeit, weil ich noch nicht so fett war wie heute. Aber da werde ich werde zerrissen, da bestimmt von ihm. Meinst du? Ja, denke ich schon. Ist ja nicht so, dass du es nicht schon gesehen hättest, ne? Diese geheuchelte Scheiße von den Leuten immer. Wir sind ja nicht so, dass Oh mein Gott, Fortune gewinnt doch nicht etwa das JPP. Teil 1. Let's go. Also eine Ecke leichter für Fortune, glaube ich. Ich bin gespannt, was Julian dazu sagt. Ich hoffe, wie gesagt, dass er noch nie was von Fortune gehört hat oder das erste Mal entdeckt. Halt die Analyse der Analyse der Analyse. Also die Inception-Analyse, die Analyse. Genau. Also, es ist verrückt. Und ihr seid live dabei. Es ist verrückt, was, naja, live. Also live, ihr seid so ein Fohlen. Ihr seid dabei. Macht mit. So. Das wäre cool. Dann sehen wir jetzt das erste Mal die ungefilterte Meinung von Julian auf Fortune. Oh, ich bin gespannt, Leute. Ich freue mich. Übrigens hat der Jay Jiggy, liebe Grüße an Jay, den hat es übrigens übelst angekotzt, dass es nicht von ihm kam. Ja? Der hätte das gerne erfunden. Ja. Das alte Steve-Maul! Wir müssen ja auch mal Platz gelassen werden, damit wir Sachen erfinden können. Genau. Im Prinzip, die Credits gehen ja an Bobby eigentlich, weil das ist ja gar nicht. Also ursprünglich hat das ein Kollege erfunden, ne? Da muss man immer dazu sagen. Das ist der Schwachsinn. Ja, da muss er Credits, müssen wir. Du bist in einer geheuchelten Scheiße hier immer, Digga. Quatsch. Ihr Jugendwort des Jahres. In Asien sind das alles Heuchler, Alter. Bauen die Fernseher, dass sie nur anderthalb Jahre funktionieren, so, ne? Ja, und? Weil ihr seid ihr gewitzten Gelben. Ich echt drauf, Alter. Bitte, Julian. Nimm ihn wie einen Sohn an. Behandle ihn wie einen Sohn. Bitte, nimm ihn. Er ist ja süß. Wie dein Sohn. Ja, Flo, wir würden dich wie ein Sohn hier behandeln. Oh, den würde ich wirklich. Das heißt, in Asiens Fall heißt das, du wirst mit einem Bambusstock durch den Garten gejagt. Also, so war das, wenn du Teil seiner Familie bist. Aber ich bin auch groß geworden. Ja, wenn man das. Er ist gewachsen, sagen wir mal so. Groß werden, das ist ja sehr zwei verschiedene Faktoren. Ich bin so groß wie du Wichser. Aber weil viele Leute denken, ich bin 1,50. Ja, egal. 44er. Weiter. Oh, Digga. Lauftransformation. So, mal ganz kurz zur Runde von Fortune. Ich fand sie echt gut. Also, ich würde mir das auch so. Also, man merkt schon Unterschied zu den heutigen Sachen. Aber ich glaube, er würde jetzt keinen Hate dafür bekommen, wenn er sowas jetzt heute bringen würde. Weil das fand ich jetzt eigentlich schon auf einem recht guten Niveau. Ich hab mal wieder auf eine Hure Bock, also geh ich auf YouTube und guck Julians Blog. Wir haben hier einen schmucken Rapper, der einigen aus dem VB... Einen schmucken Rapper? Ja, das würde er heute nicht mehr sagen. Nee. Wir haben ja einen gammlichen Vortune. Ist ja auch mal aufgefallen, dass Julians Stimme jetzt ganz dunkel klingt. Ja, aber ja, Julian ist immer nur Hurensohn. Auch wenn du mit ihm telefonierst, immer Fortune. Jetzt ja, dass er zu dir vorzusagt, wenn er dir telefoniert, das kann ich mir schon gut vorstellen. Nee, das hat er ja immer zu dir gesagt, ja. T ein Begriff sein sollte und nein, das ist nicht unfair... Er kennt ihn doch schon. Mann! Ich habe so gehofft, dass er das erste Mal ihn entdeckt, Alter. Jetzt hat er durch das VBT schon so einen kleinen, die VBT-Rapper, Dings, wie heißt das, ist halt voreingenommen, Alter. Nein. Lieber Flo, das war ja damals doch gar nicht so. Das war ja der Anfang von Julians Blog. Also ich glaube, er würde auch kaum das VBT da erwähnen, wenn er schon es da schon Hate gegeben hätte. Ja, das stimmt. Das war damals noch nicht. Nee, damals war das noch, hatten sich noch alle lieb. Andere Zeiten. Ja, kacke. Aber krass, dass das VBT älter als das JBB ist, hätte ich auch nicht gedacht. Wegen seiner Erfahrung. Da habt ihr noch Pokémon-Karten auf dem Schulhof getauscht. Jetzt muss ich mal wieder mit meinem Rechnen kommen. Als das VBT das erste Mal online ging, war Flo der Flo, ich glaube, 6. Also den rechnet immer alles in Jahren aus, so. Wenn das passiert wäre und vor
vor 20 Jahren warst du noch ein fauler Samen im Sack deines Vaters. Ne? Und, Alter, und sieben war er. Let's go, weiter. Warum ihr Kacklappen, jeder darf mitmachen. Weißt du, was du das schnellste Samen im Sack deines Vaters warst, was angekommen ist bei der Eizelle, musst du mir überlegen, was da sonst für ein Rotz drin rumgeschwommen sein muss, Alter. Wir waren die schnellsten. Musst du überlegen, was das sonst für behinderte, verkrüppelte Spermien sein mussten. Wenn wir die schnellsten waren. Props an unsere Väter. Hallo Papa. Das ist so. Und wir denken, wir produzieren Scheiße. Außer Battleboy Basti, weil er leider erst 12 ist. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber er hat im Moment ein bisschen viel um die Ohren. Er muss vielleicht die 6. Klasse wiederholen, meinte er zu mir, und das wäre ein bisschen scheiße für ihn. Aber nächstes Jahr vielleicht, wenn ihr noch eine Staffel sehen wollt. Aber zurück zu Fortune. Von euch hat er eine respektable Bewertung bekommen, nämlich 94 Punkte. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. Mal sehen, was er bei mir noch so rausholt. Das ist echt viel. Das Video. Bildqualität ist sehr mittelmäßig. Ich würde irgendwas zwischen 2 und 3 Punkten geben, aber ich mache hier keine halben Sachen und wir sind ja nett in der Qualifikation. Also gibt es 3 Punkte. Vom Schnitt her Standard, technisch vernünftig, das gibt 4 Punkte. Die Location sieht irgendwie nach Dachboden aus oder so. Ich finde, das hat einen gewissen Charme. So leicht abgeranzt und dreckig. Ey, aber das Video von Lacris war doch viel schlechter. Klar, die Qualität war ein bisschen besser, aber... Danke. Ja. Trotzdem. Wenn man jetzt einen objektiven Typen das geben würde, wie mir jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, dass das Video von Fortune viel angenehmer zu gucken ist, als das von Lacris. Mit einer ordentlichen Kamera hätte das alles viel geiler aussehen können, aber ich gebe dafür 4 Punkte. Gesamteindruck wäre jetzt wieder etwas zwischen 3 und 4, aber ich gebe mal 4 Punkte. 15 Punkte fürs Video mit ein bisschen gutem Willen. Verständlichkeit, ich hatte null Probleme... Mit ein bisschen guten Willen, sowas... Dass man sowas von Julien hört überhaupt, Alter. Alles zu verstehen, alles sauber, 10 Punkte. Und ich weiß, dass das nicht viel mit der Verständlichkeit zu tun hat, aber er hat die optimale Battle-Stimme, das kommt echt gut, vor allem mit den sauberen fast... Ich hab viel Zabasch gehört früher. Ja, machst aber nichts falsch. Ne? Lass mal so stehen. Ja, lass mal so stehen. Klar macht man da nichts falsch. Da habe ich mir die Energie hergeholt. So 10% davon. Konstanten Doubles. Mhm. Punchlines. Oh ja, die Punchlines sind derbe gut von dem Jungen. Konstant gegnerbezogen. Immer lustig und mega Entertainment. Hier ein paar Beispiele. Der kleinen Hau würde ich... Julian klickt doch so nett. Also das ist halt so der Unterschied von über eine, mit jemandem lachen und über einen lachen, ne? Ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Okay, gut. Nett, Alter. Er klingt so nett und Punchlines. Die Punchlines waren wirklich gut. Sie waren lustig und haben mich dauerhaft unterhalten. Hier ein paar Beispiele. Und heute würde es so sein, Punchlines. Klang gerade eher wie Jay. Welcher Jay? Der Jay mit 3 S. Jay? Ach so, Jay. Danach musste ich suchen, Nutte. Irgendwie sowas. Das war eine schlechteste Junior-Imitation der Welt. Lieber Jay, du, deine Sachen gucken wir uns auch noch an, ne? Mach dir keine Sorgen, du kommst auch nicht so einfach davon. Du bringst gerade, aber ihr wisst, was ich meine so. Ich gerne mal die Flausen austreiben, sie auf Party klären und danach nach Hause begleichen. Nach einem exzessiven Kauen an meiner faustgroßen Eiche, den Sack in den Mund und es läuft dauerhaft Speichel. Zack und endlich nice, der Spaß doch mal einen Fuck, denn man labert nur vom Sex, wenn man keinen hat. Jetzt mal ehrlich, Julian, immer nur die gleichen Themen. Kein Benehmen, schwule Nass und die scheiß Weiber eben. Man sollte mal die ganzen Pagen... Das ist halt das, was ich meinte, das wäre auch für heutigen Standard echt gut. Gegen Homos sind da Fragen. Ey, du Nazi-Sau. Geh doch mal ein paar Schokokinder. Für heutigen Standard echt gut. Echt gut. Weil ja bekanntlich jeder weiß, dass Hip-Hop sich richtig krass entwickelt hat in der letzten Zeit und die Sachen immer heftiger werden. Das ist der heutige Standard. Ja, das stimmt. Er labert, dass er mich Hure fickt und dass ich dann endlich mal genommen werde, weil ich ja öfters mal über Sex rede und das ein Indiz dafür sein muss, dass ich selber nicht ficke. Außerdem bemängelt er meine Themenvielfalt und sagt, ich soll Schokokinder schlagen, die ich mal erwähnt hatte, was wohl eine Kombination aus dem Tutorial für Frauen schlagen. Das ist so gut. Tutorial für Frauen schlagen. Aber das war echt gut. Kennst du das noch? Ja, klar. Hier. Bitch, du bist geil, Alter, das sag ich so fett. Aber jetzt kommt das Mieseste. Hey, du scheiß auf Religion und hast auf Glauben gespuckt, kommst in die Hölle und siehst mit San Diego Autotune. Das ist mies, das ist so mies, das ist einfach nur gemein. In der Hölle landen und mit San Diego Autotune-Hook singen, die Vorstellung allein, ich muss kotzen und flennen.
Ich frage mich, ob das ja, zu diesem Zeitpunkt ja, ja, nicht geplant ja, gewesen sein mit SpongeBob, oder Leute? Ich weiß es nicht, Alter. Das sind halt diese Insider-Informationen, die mich in den Fingern jucken, Alter. Gleichzeitig. Ich muss flotzen. Ich kriege Albträume alleine von der Vorstellung und doppelter Gegnerbezug wegen meinem Gelaber über Gläubige und Gott und meinem Hass auf San Diegos Autotune. Der Typ hat sich super informiert und alles gegen mich verwendet, was geht. In Sachen Punchlines macht dem keiner was vor. Die Dinger sind gegnerbezogen, ziemlich krass nice. Und witzig. Außerdem hat er eine hohe Punchline-Frequenz. Der kriegt 10 Punkte. Sorry, Leute, ich hab's jetzt wieder gecheckt, Alter. Meine Cam ist die ganze Zeit voller scheiß Punktzahl gewesen. Och man, fuck mich das ab, Leute, es tut mir leid. Mein lieber Flo, deine Cam ist in den meisten Videos voller Punktzahl. Halt. Beim nächsten Mal, pass ich auf. Dafür Punchlines von mir. Das hatte, glaube ich, bis jetzt noch keiner. Kommen wir zur Technik. Das ist alles gut bis hervorragend. 3 bis 5 Silben, kein Haus-Maus-Kram, ziemlich sauber gereimt. Kaum bis gar kein Zweckreim drin, außer Drecksmaniküre auf Rap-Analyse, fand ich eher schwach. Gibt 9 Punkte. Nein. Was sagt der Experte der Zweckreime dazu? Also, bei mir wäre das gegangen. Ich will ehrlich sein. Bei mir wäre das ein super Reim gewesen. Nehme ich. Punkte von mir. Flow, kann man auch nichts gegen sagen. Er hat Flow-Variation, liegt manchmal nur einen Hauch neben dem Takt, aber das ist alles voll im Rahmen und gibt 9 Punkte. Heiß ich Asien oder was? Mach weiter! Da kann ich dich doch noch gar nicht. Da kannst du ja auch nicht mal irgendwie schlecht auf mich abgefärbt haben, was Timing angeht. Ja. Timing ist nicht die Hauptstadt. Oh, Digga, du mit deinen 0815 Standardsprüchen, Alter. Heilige Location, Sweater und Mütze, er kommt wie ein richtiger Hip-Hopper rüber und nicht wie irgendein Hochglanz-Rapper. Wenn wir das falsch verstanden haben, schreibt's unten in die Kommentare, Leute. Leute, falls wir es nicht, du hast mal kurz schon. Falls wir das falsch verstanden haben, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Es ist ganz wichtig. Schreibt uns auch mal in die Kommentare und gebt einen Stunden Daumen Sachen hoch, über Biggie erzählen, die keinen Menschen interessieren. Er hat Stil, ist sympathisch, gibt 10 Punkte. Alter, Fortune wurde geboren. Ja, Mann! Was? Digga, der ist geboren. Oh, ja. Let's go. Also mein lieber Flo, der Flo, ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 10 Jahre Musik gemacht und geboren wurde ich ein paar Jahre vorher, aber... So wie er aussieht, einige Jahre vorher, da gab es noch Autos zum Ankurbeln, aber dennoch hast du schon eine Weile gerappt. Ne? RBA. Krass, Mann. Aber dass aus dem VBT kommt, wusste ich nicht, Alter. Und dass das VBT auch vor dem JBB existierte, finde ich auch krass. Heftig. Mein lieber Flo, der Flo, es gibt schon eine ganze Zeit lang Rappers in... Rappers oh, in, da wurde früher die RBA gab's, gibt's wahrscheinlich auch immer noch. Die gab's parallel und die gibt's so. Immer noch, ja. Und dann entstand irgendwann das, meines Erachtens nach gab's dann das VBT und das ist alles von das Rappers in. 2000, und das war, RBA ist, gibt's nicht Ewigkeiten von, gibt's aber nicht von, die ist separat, die lief nicht, die RBA gab's und Rappers in gab's und die haben dann immer kooperiert zusammen. Ist das so gewesen? Ja, und okay. 2007 ist dann das erste Mal Fall. Das VBT, nee, das, ja genau, das VBT. Gibt's das halt schon lange. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was VBT ausgesprochen heißt. Schreibt mal in die Kommentare. Ich hab viel gelernt gerade. Die Hook. Ich bin nicht so wack wie diese geile Hook. Scheiß auf Rap. Ich denk kein 16er genügt, denn ich bin fresh. Du bist nur ein Keck, der mich belügt. Besonders dieses Rap. Ich bin fresh. Das ist geil. Ist gar kein Battle, ich esse Salat zum Frühstück. Tune. Ich bin nicht so wack wie dieser Typ. Scheiß auf Rap. Ich denk kein 16er genügt, denn ich bin fresh. Du bist nur ein Keck, der mich belügt. Das hier ist gar kein Simpel, aber gut. Ich find sie gut. Nicht so gut wie die von MG, aber sehr gut. Gibt 9 Punkte. Qualität. Ja, eher durchwachsen. Man hört sein Zimmer schon sehr doll raus. Aber was Qualität angeht, werde ich hier keinem den Kopf abreißen. Auch nicht im späteren Verlauf des Turniers. Manche haben hier einfach mehr Möglichkeiten als andere. Ich erbarme mich mit 8 Punkten dafür. Extra Punkte. Ich glaube, hier habe ich eigentlich fast jedem 10 Punkte gegeben, oder? Da wird auch er keine Ausnahme sein. Er hat einen wunderbaren Gegnerbezug und originelle Lines, holy kommt geil shit, rüber. Da kann ich bekommen. Gar nichts anderes als 10 Punkte geben. Außerdem... Bro, insgesamt sind es dann ja 184 von 200 möglichen, oder? Nee, noch mehr. Gehirn streng dich an. Sind es nicht... Was auch gleich kommt? Leute, ich hab gar nicht so eine Ahnung davon, aber wenn ich es wisst, klärt ihr auch bitte, schreibt es unten in die Kommentare rein. Sicher? Ich weiß nicht. Okay. Ich würde es mir wünschen. Mach mal. Mein lieber Flo, ich würde es mir so wünschen. Das ist immer, du bist immer besonders süß, wenn du planlos bist. Sogar 100...
194, mein Gehirn ist kaputt, Leute, aber ich glaube 184 war schon richtig. Dem hatte er eine gute Idee mit dem Beat, um sich von der Masse abzuheben. Genau. Generell ist es nicht verboten, alles Mögliche mit dem Beat anzustellen, auch in den nächsten Runden nicht. Macht insgesamt 90 Punkte von mir. Aber jetzt kommt etwas Negatives. Abonniert Act Designs und Reimeglotze und Julians Blog, von dem Spaß. Asien, was habe ich mir da erlaubt? Das ist Werbung gemacht, in eigener Sache. Ohne Scheiße, das ist echt eine Frechheit. Dicker, das ist so unfassbar frech von mir gewesen. Das wird ja auch gar nicht gemacht heutzutage, dass Leute sagen, abonniert den Channel und so. Ne? Macht ja keiner. Abos betteln, das gibt 100 Punkte Abzug, macht minus 10 Punkte für Fortune von mir. Zusammen mit euren 94 Punkten macht das 84 Punkte von 200 möglichen. Der nächste ist... Ist das ein Ernst jetzt, Bro? Ich check das Punktesystem nicht, ich weiß nicht, nach welchem System die Leute jetzt weiterkommen oder nicht. Aber wenn jetzt Vorteil dadurch irgendeinen Nachteil hat, Bro, dann finde ich schon lächerlich, Alter. Aber gut. Ah ja, Jin. Ja, okay, das letzte fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß, ob das ein komischer Joke von Julian sein sollte oder nicht. Aber gut. Und deshalb sollte man sich Videos immer bis zum Schluss angucken. Und nicht vorher aufhören. Leute, aber gut, was soll's. Alles in allem. Weil ich habe die Punkte natürlich wiederbekommen danach. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt schon im Video, wie ich eben meinte, viel gelernt. Und ich freue mich einfach auf die Battles, Alter. Mein lieber Flo, du wirst doch sehr viel mehr lernen. Jetzt ist doch gut, lass dir aber Junge in Ruhe. Es ist echt fucking Zeitsprung, Alter, obwohl ich die Zeit gar nicht erlebt habe. Komisch. Ich hoffe, ihr kommt mit dem neuen Setup klar. Irgendwie, Leute, wie gesagt, ist jetzt alles viel offener hier. Ist nicht aufgeräumt, Leute. Da ist ein Mülleimer da unten und da ist eine Mülltüte. Und hier sitzt auch noch Mülltüte, Leute. ja, wie gesagt, ich freue mich drauf, Alter. Ich finde die Analysen zu den Qualis cool. Ich freue mich auch auf die Analysen zu den Battles. Weil Julian das in dem Battle hier noch sehr enthusiastisch macht, sehr nett und er ist auch noch ein bisschen gespannt, wie es wird. Stimmt. Der war super. Und da mal sehen, wie schnell wir hier durch sind. Wie gesagt, die Sachen, die es nicht mehr hier gibt, werde ich mir auch nicht mehr ansehen. Damals hat er noch Bock gehabt. Also so, da war er mehr hungrig so und mehr so, oh krass, jetzt ich habe Lust, das zu analysieren, was die Leute machen so. Und da war es doch mehr, hat er noch mehr Feuer gehabt, das stimmt schon. Aber es ist klar, dass irgendwann die Routine reinkommt, Alter, und das jahrelang macht. Dann sind sorry dafür. Wir sind aber dafür schneller durch, Leute, klar, es gibt Lücken. Aber desto schneller kommen wir zum 2.13er und dann noch zum 2.14er und dann zum 2.15er, Leute. Nice. Ehre, Leute. Wie gesagt. Ja, viel Content für dich bei lieber Flo, oder? Hast du klug gemacht? Wieso ist das schlau? Ja. Hast du klug gemacht? Wieso ist doch schlau? Ich find's gut. Oh, Digga. Das ist... Leute. Asiaten und Deutsche, Alter. Das ist nicht... Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Die Katze ist heute noch fertig, wenn du so willst. Nicht und so weiter. Ja, du weißt, dass da der Spaß aufhört, ne? Der Spaß geht bis zur Katze und da ist aber eine Mauer. Weiter jetzt. Auf Patreon könnt ihr jetzt schon viele, viele Videos mehr sehen. Ich glaube 14 Stück könnt ihr mehr sehen. Fast das komplette JPP 2012. Gönnt euch das, Leute. Ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr zu einer weiteren JPP 2012 Bewertung. Bis dahin, bleibt fresh. Und jo, ich würde mal sagen, das war das erste Video. Die erste Reaction-Analyse. Ihr seht, Leute, wir haben, meistens ich, wir haben immer ganz gut unseren Dünnpfiff dazu abzugeben. Ja, es gibt ja kein Battle. Es gibt ja noch kein Battle. Pass auf, es wird, sobald analysiert wird, was gute Reime sind, was vom Flow her, da werden wir uns ein bisschen einklinken. So, weil das ist eine Sache, das ist oft, sage ich mal, gar keine, da sind subjektive Meinungen schwer, wenn man sich mit der Materie nicht auskennt. Aber das werdet ihr sehen. Wie gesagt, mal schöne Grüße an Flo, den Flo, ne? Mach dein Ding, Bruder. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, falls wir irgendwas vercheckt haben oder wenn ihr euch was anderes wünschen würdet. Weiter so, ne? In diesem Sinne, Mr. Bang, Mr. Shui.